Noch sind sie leer, die Stühle und Tische in den Gastgärten Mödlings. Doch in einer Woche schon wird hier wieder das Leben einkehren. Dann wird auch die Gastronomie nach den langen Corona-Lockdown-Zeiten endlich wieder geöffnet haben dürfen. Mödling hat ja eine sehr breit gefächerte Gastronomie-Szene. Ich sage immer, vom Würstelstand bis zum Haubenlokal, jeder kann etwas für sich finden. Und das in höchster Qualität. Und natürlich freut man sich dann, wenn man vielleicht wieder ins Lokal gehen kann, Schanigarten. Wenn man so ein bisschen durch die Fuzzo geht, sieht man ja schon den ein oder anderen Blumentrog, wo wir Frühlingsblüten schon zum Leben erweckt haben. Also damit hoffen wir auch, dass wir die Gastronomie zum Leben erwecken können. Die Gastgeber, Wirte und Kaffeehausbetreiber sind bereit. Alle bereiten sich vor, damit die Gastro endlich aufmacht. Sie bemühen sich, den ganzen Laden wieder hochzufahren, der ja wochenlang im Lockdown war. Und wir haben uns in Mödling das Thema genommen, Mödling blüht auf in vielfältiger Art und Weise. In wirtschaftlicher, aber natürlich auch in botanischer. Und das bestätigen auch die Gastronomen in Mödling. Wir sind voller Freude, dass wir endlich aufmachen dürfen nach 5 Monaten. Und das ganze Team steht bereit. Doch die Öffnung der Lokale ist nur die eine Seite der Medaille. Es sind auch die Gäste, die nach der langen Pause wieder in die Lokale kommen wollen. Und für die Gastronomiebetriebe sind zahlreiche individuelle Hygienekonzepte ausgearbeitet worden. Der Gast kann sich hier sicher fühlen. Ganz bestimmt, das hat beim ersten Mal auch funktioniert und es ist auch alles okay bei uns. Ja? Also unsere Mitarbeiter werden einmal in der Woche getestet. Wir halten alle Vorgaben ein, alle Abstände, tragen FFP2-Masken. Auch der Schanigarten wird entsprechend hingestellt, dass eben die Abstände gewahrt werden. Ja, ich bin guter Dinge. Seit vielen Monaten arbeiten die Gastronomiebetriebe mit Click-and-Collect-Konzepten, also mit Bestell- und Abholservices, was auch wunderbar funktioniert hat. Nach dem Shopping-Erlebnis aber auf einen Kaffee und Kuchen zu gehen, fehlt den meisten Menschen. Wir hoffen in Kürze wieder ein halbwegs normales Programm für unsere Gäste fahren zu dürfen. Wir produzieren unsere Mehlspeisen jetzt noch zum Mitnehmen und wir hoffen in wenigen Tagen, dass wir hier im Schanigarten den bestuhlt haben und unsere Gäste wieder hier begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Zu guter Letzt ist es den Gastronomiebetreibern aber auch wichtig, ihren Mitarbeitern und Kollegen wieder ein möglichst normales Leben zu gewährleisten, denn auch die waren monatelang zu Hause. Wir haben alle Mitarbeiter behalten, die sind zurzeit in Kurzarbeit, freuen sich natürlich jede Woche mehr, dass wir aufsperren und die sind alle da und freuen sich genauso auf ihre Stammkunden und ja, die warten nur mehr aufs Aufsperren. Jetzt, wo der Frühling sich in all seinen Farben wieder zeigt, ist es doch noch einmal schöner, die ersten warmen Tage draußen zu verbringen. Im Schanigarten bei zufriedenen Gastgebern.